Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gloomhaven Special. In diesem Video möchten wir dir einige grundlegende Kniffe zeigen, mit denen du deine Spielweise optimieren kannst und noch erfolgreicher im Dungeon wirst. Dabei handelt es sich um Tipps und Tricks, die unabhängig der Söldnertruppe sind, die du wählst. Was du tun kannst, um deine Charaktere in den Szenarien möglichst lange durchhalten zu lassen und wie du das Kampfsystem gekonnt nutzen kannst, findest du in der Infokarte. Heute wollen wir uns ein anderes Spielelement ansehen, nämlich die Rast. Mitten im Kampf eine Pause einzulegen, mag einem zunächst befremdlich erscheinen, ist aber essentiell, damit die Söldner ihre Quests im Dungeon auch erfolgreich beenden können. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wann es ratsam ist, welche Art von Pause zu machen und was welche Option bringt. Ziehe stets lange Rasten vor. Eine ausgedehnte Pause hat gegenüber der Kurzvariante gleich mehrere Vorteile. So werden in der langen Rast nicht nur sämtliche abgenutzten Gegenstände, zum Beispiel die Fellrüstung oder Adleraugenbrille, wiederhergestellt, sondern dem Söldner auch eine Heilung ermöglicht. Sie in Anspruch zu nehmen, eignet sich insbesondere dann, wenn der Charakter den Status vergiftet hat. Das liegt daran, dass eine Heilaktion ausschließlich diesen Status aufhebt und nicht tatsächliche Lebenspunkte wiederherstellt. Kuriert man das Gift über die lange Rast, entgehen dem Söldner damit 2 Lebenspunkte, die er nicht wieder gutgeschrieben bekommt. Zum Vergleich, bei der Verwendung eines Heiltranks opfert man entweder 3 oder 5 Lebenspunkte. Mit einer langen Rast wird außerdem die zu verbrennende Karte vom Spieler selbst gewählt, was einen strategischen Vorteil bietet, weil man selbst entscheiden kann, welche Aktionen für die Bewältigung des restlichen Dungeons eher verzichtbar sind. Legt man eine kurze Pause ein, wird über das Zufallsprinzip eine Karte gezogen, die dann nicht mehr zur Verfügung steht. Möchte man diese unbedingt behalten, bleibt nur die Option, neu ziehen zu lassen und mit einem Lebenspunkt dafür zu bezahlen, wobei die neu gezogene Karte dann verbrannt werden muss. Eine kurze Rast empfiehlt sich deshalb nur, wenn die Aktion eines Charakters so wichtig für das Überleben der Party und das siegreiche Beenden eines Dungeons ist, dass man es sich nicht erlauben kann, ihn eine Runde lang nichts tun zu lassen. Raste erst dann, wenn keine Handkarten mehr vorhanden sind. Ist man erst einmal mit seinen Söldnern und deren Deck warm geworden, bilden sich schnell Lieblingskarten, die man gerne hintereinander wegspielt. Sind sie aufgebraucht, ist eine Rast verlockend, um die Favoriten schnell wieder auf der Hand zu haben. Genau das erweist sich in puncto Ausdaueroptimierung aber als kontraproduktiv. Legt man zum Beispiel bereits dann eine Rast ein, wenn noch 4 Handkarten übrig sind, verliert der dazugehörige Charakter dadurch gleich 2 komplette Runden. Damit das nicht passiert, ist es sinnvoll, alle Karten so zu spielen, dass man keinen Zug mehr machen kann, bevor man eine Pause einlegt. Nutze die lange Rast, um deine Söldner zu schützen. Gehen während eines aktiven Kampfes die Karten eines Charakters zur Neige, muss eine Rast eingelegt werden, auch wenn die eigene Party von Feinden umzingelt ist. Unter folgender Voraussetzung ist es in diesem Fall ratsam, eine lange Rast zu wählen. Der Söldner, der eine Pause machen muss, hat den gleichen Abstand zu den angreifenden Monstern wie seine Mitstreiter, oder er steht sogar noch ein wenig weiter weg als sie. Ist das gegeben, dann greift der mit einer langen Rast verbundene Initiativwert von 99 und die Gegner visieren die Teamkollegen an, während der pausierende Charakter sich sicher erholen kann. Auch wenn sich ein Söldner eine Runde vor einer Pause unsichtbar gemacht hat, kann er ruhigen Gewissens eine lange Rast einlegen, weil er weiterhin nicht für seine Gegner zu sehen ist. So ist es möglich,
inmitten einer Monsterschar zu pausieren, ohne dabei Schaden zu nehmen.